Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge bei CSG. Hier eine neue Aufgabe von anderen Händler. Anscheinend ist das Gebäude ähnlich wie wir schon hatten. Sehr wahrscheinlich. Nützt aber auch nichts. Die Aufgabe will erfüllt werden. Ja, wir fahren mal her. Ja, ein Loch. Und zerlegen wir die Autos, ne? Das wird das Beste machen können. Das ist ein Störenfried hier. So. Gute Nacht. Tja, das ist wahrscheinlich so, dass überall Gebäude ähnlich sind. Ja, Mission ist ein bisschen schwierig, um da ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Da muss ich mal sehen, ob wir da am besten machen. Ob wir da Missionen komplett vermeiden und nur Gebäude nehmen, die einfach so auf den Weg laufen. Ja, also Wasserwerk zum Beispiel. So, zerlegen wir ganz kurz. Ein bisschen Benzin können wir gebrauchen. Aber die anderen Teile sind auch wichtig, wie Öl und das andere Zeug, ne? Hier so ein kleines Einkaufswagen stehen lassen, ne? Mechanischen Teile zum Beispiel sind extrem wichtig zum Bauen, ne? Na, Stein brauchen wir nicht. Rohre und so dergleichen, naja, kann man sich in der Schmiede anfertigen lassen, ne? Das ist kein Problem. Ja, die Lampen sind auch wichtig. So, das legen wir gleich ins Motorrad rein. Autobahn können wir noch nicht. Mit dem Auto sind wir ein bisschen unflexibel, können wir nur Straßen nutzen. Also dieses hügelige Gelände wird schwierig dann, ne? So. Lampen hoch. Eisen hoch. Rohre könnte man zerlegen zur Not. Ne? Wenn der Platz nass wird, genauso wie die Federn. Wobei Federn bauen wüsste ich jetzt nicht genau. So. Benzin brauchen wir im Gebäude nicht. Also. Und Holz eigentlich auch nicht, das können wir notfalls sogar irgendwo her raussammeln. So, Pistole nach unten. Mal ganz kurz einmal ein Paket öffnen. Das soll da nicht Ammunition scheitern, ne? So, dann mal aktivieren wir die Mission. Hier ist ein Paket zu suchen. Das heißt, da müssen wir erstmal ein Paket finden. Ja, gehen wir rein. Ich stelle mal unser Gerät auf. Natürlich erstmal nachladen. Ne? Hätte ich ein bisschen mehr Munition mitnehmen können. So. Und das ist nachgeladen. Das Päckchen ist an 35 Meter Entfernung zu finden. So, 18 Uhr 51. So, hier müssen sie hervorkommen. So, waren da nur zwei. Hoffen wir mal, ne? Hier können wir was einkaufen. Looten werden wir erstmal nicht. Wir essen ja. Das brauchen wir immer wieder, ne? So, ich dachte ernsthaft hier eine andere Wohnung und nicht vorhanden. Also hier war ich noch nicht gewesen, in dieser Ecke. Das war noch bedeckt, konnte nicht erkennen, was war Logkarte. Da ja die Missionen immer auf Englisch sind, kann ich nicht mehr sagen, oh, das habe ich schon gehabt oder nicht. Ich kann es mir noch nicht merken. Meiner fremden Sprache. Na, Messing? Nö. Also, Schießpulver einmal, das können sie behalten, ne? Das ist ja sinnlos, in Anführungszeichen, weil das ist ja schneller hergestellt, als wenn mir hier das hier
mühsam mitschleppe hier und das Platz belegt wird. Sehr hilfreich, ne? In dem Bein nicht mehr gerechnet. Dann hau mal einen Schlag rein, Junge. Na, wer sagt's denn? Rucksack, einen schönen Mantel, ja, schön. Messing. Das zerlegen wir aber. Wir haben zwar ein bisschen Verlust dabei, aber das geht verkraftbar. Ja. Junge, es sind alles schöne Sachen bei, aber wie gesagt, die habe ich alle schon. Und Teile kann ich mir bauen, also das muss ich mir jetzt nicht mitschleppen. Das ganze Dilemma, weil man hat ja eigentlich genug, ne? So, gehen wir weiter. Es waren 20 Uhr gleich. So, hier flackert Licht. So, das Päckchen ist bei 36 Meter. Manchmal ist es einfach zu finden, manchmal ist es schwierig zu finden. Also gehen wir ein bisschen zurück. Ups. Den hat's ums Kopf. den ist kopflos. Hast du gesagt, bleib liegen. Oder hast du vergessen? Zu sagen. Entschuldigung. Tut mir leid. So, mal nachladen. Man weiß ja nie, ne? Immer gucken. Junge, wo kommt ihr alle her? Wie so viele Teile zum Looten hier. Rein theoretisch schon mal sollte. Aber zu essen ist gut. Ne, also hier die ganzen Lappen und so kann man abbauen. Wenn man die elektrischen Teile bekommen. Oh, das ist gut. Messing ist gut. Oh oh. Erinnerung, hier sind meist welche. Das ist ein schönes Gewehr, letzte Woche noch stattliegt. Lädt schnell nach. So, Päckchen ist jetzt bei 8 Meter. Kommt dann daran näher. Nachladen. Man weiß ja nie, ne? Hier genau gleiche. Jetzt kommen wir gegen Richtung 9 Uhr. Oh, hier sind viele.
So, dahinter. Der Junge, so ein Selbstmörder, die bringen die meisten um, die sprengen. Aber der andere ist schlimmer. Der eine ist so ein Soldat hier, so ein. Sieht aus wie ein Motorradfahrer über hier. So ein. Aber die haben wir noch nicht gehabt, eben gerade. Das war ein Polizist. Der spuckt immer. Das können wir gebrauchen, vielleicht. Der Rest, naja, nicht unbedingt. Haben wir alles, ne? Das ist ja das ganze Ding, was wir schon haben. Das müssen wir jetzt nicht nochmal holen, ne? Hier war das ein bisschen heiß. Hier war wieder viel. Entschuldigung. Viel los. Werden wir die Jungs mal rauslocken? Da. Oder nur nachladen. Mit drei Schuss kann man nicht weit. Handgranate nicht schlecht. So. Wahnsinn. So, 22 Uhr. So, das Päckchen, wo ist das? 15 Meter jetzt. Mal suchen. 9, 11. Ach, da oben ist es. Gut, dann bauen Leiter bauen, ne? Haben wir Holz gefunden? Das ist typisch. Da werden wir Holz machen, ne? Wir haben, brauchen keine Bäume, bauen wir nur eine Bank. Beiholz. Beiholz. Wir brauchen ja nie irgendwas mitschleppen, was wir irgendwo kriegen können, ne? Das wäre ja blöd, wenn wir den Platz vergeuden würden. So, wir brauchen mindestens 4 Stück. Wir haben 2, okay. Hier muss ich jetzt aber absichern. Mal aufladen. Wenn wir das Päckchen haben, dann haben die halbe Miete, ne? Also hier oben ist es. Da müssen wir jetzt hin. Heißt die Leiter. Die 2 Stücken. Die werden wir jetzt hier so anbauen. Die müssen ja nicht ganz hoch, ne? Das ist ja. Die müssen doch ganz hoch. Brauche noch mehr Holz. Erdbohrer nicht, dann macht so viel Krach. So, das Metall. Paletten ist gut. 2 Holz. Ah, Holz ist da. Müssen wir nur. Eben. So. Haben wir Holz bekommen? Können wir nichts bauen, leider. Nicht verlaufen. So, was hier gebaut? 4 Stück, 5, 6. Ich versuche mal die Folge in einer halben Stunde zu machen. Das denke ich mal ist das Beste.
Und bei diesen Aufgaben geht es halt immer halt weiter, ne? Also schaffe ich ja nicht in einer halben Stunde diese Aufgabe zu erfüllen. Das ja nicht. 1,6 Meter. Ich dachte, das wäre die jetzt gewesen. 2,3, 1 Meter. Das ist schon hier in der Nähe. Dahinter vielleicht. Dann müssen wir mal gucken auf der anderen Seite. Also der, normalerweise ist man so ein Aktkoffer. Das ist auf jeden Fall im Grunde nicht verkehrt. Also drüben, wo wir schon mal waren, halt. Müssen wir halt noch mal ein bisschen gucken. Ich glaube in dem Bereich. Ne, da nicht. Noch nachladen, das ist gefährlich hier nachts um. Ich habe jetzt zwar alle erledigt, aber umrandieren sie, randalieren sie so. Päckchen ist in der Ecke. Meter. 10. 18 Meter, kommen ja nicht Wasser hier raus, ne? Drüben leider. Ich dachte schon, wäre schon ganz dicht bei und Päckchen gefunden, aber lässt die Kraft nach. So, ich komme am besten raus. Leider wird nicht ganz richtig. Stecken du. Da können wir bauen. Aber hier nicht. So, Päckchen, wo ist das? 18 Meter. Also, wir können es ganz einfach machen. Gehen wir zurück. Wir werden durch die Wand gehen. Ne, so 18 hier. Das könnte auch hier eine Eingangshalle sein. Eingangshalle heißt. Eingangshalle, Eingangshalle. So, hier in der Ecke. 2 Meter 1,5. Schauen wir hier nach. Acht, 3,4. Ein 7. Könnte das Ding sein.
1,6, da muss er hier irgendwo hinter sein, ne? Mann, du musst mit Gewalt durchgehen, ne? Aber er vorher da. Der Benzin nicht dabei, gibt's doch gar nicht. Die wieder her. Das ist da, wo die Rohre sind, ne? Probieren. Da sind die Rohre irgendwie. Da sind die Rohre. Hast du mich gefunden? So. Erdbauer haben die gehört. So, da sind die Rohre. Hier in der Ecke. 5,2. In der Wand drinne? Oder hier in der Ecke? Also hier normalerweise sind die auch entsprechend, es kann auch höher sein, ne? Also genau in der Ecke. Gehen wir weiter. Gehen wir in die nächste Etage hoch. Obwohl die erste Zeit ungünstig ist, ne? Die Zeit ist richtig beschissen. Das kann sein, dass sie in der Ecke ist, aber halt, ne? Leere Tasche. Das ist ja genau richtig. Aber würde auch entsprechend als Symbol zu sehen sein, ne? Na gut. Nehmen wir erstmal die nächste Etage. Gehen wir in Höhe. Na, hier ist der berühmte mit den Geiern. Jo. Mit meinem Teil. Meine automatisches Schussgewehr. Bist du, wo bist du? So ein Glas. Leben kostet. Gesundheit. Weg. So, nächste Ecke. Spezialisten hier. Wieder ein bisschen Gesundheit weg. Hier mein Benzin, alle ist ja ungünstig, ne? Da haben wir noch Apple gefunden. So. Wunder brauche ich nur die Messingteile, ne? Die brauche ich.
Für weitere Munition. Ich hab's aktuell noch genug, aber man weiß ja nie, ne? Lieber haben und nicht brauchen, als haben und nicht als brauchen und nicht haben. So. Gut, gehen wir weiter. Wir müssen nur rausfinden. In der Ecke. Hier 1, 2, 3. Die kommen alle zu mir. Ja, mach da mal ein Loch in der Wand, ja. Dann muss ich nachladen. 6 Schuss. Ja, er schießt die alle. Vor allem mit der XP, ne? Leben lang tot. So, gehen wir weiter. Voll geil. Gehen wir rein, da sehen wir nämlich gut schlecht. Also schreien. Mal Päckchen. 15 Meter. Acht Meter. Das kann man mitnehmen. Munition ist mir gut. Wir sollten hier vorsichtig sein. Dann langsam vorarbeiten, ne? Erstmal Gebiet säubern. Tot? Jetzt ja. Päckchen? Kein Päckchen. Ein Päckchen würde auch so zu sehen sein wie das Teil hier, ne? Wenn das dicht bei wäre, hätten wir das vor der Augen. Drei. Drei, zwei Federn, so ein Quatsch. Zombies, Päckchen, dann Ecke. 16 Meter. Machen wir es mal, ne? Bin hungrig. Drei Zombies, Päckchen in der Ecke. Bleib liegen, Junge, bleib liegen. Gut, aber das soll es ja auch für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Es geht dann morgen weiter hier in Bazef zu die. Ja, wir machen weiterhin mit der Mission und dann schauen wir weiter, ne? Dann noch tschüss, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.